Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und heute mache ich passend zum Herbst einen Flammkuchen. Und dieser Flammkuchen ist wirklich super, super lecker. Und als Tipp, ihr könnt ruhig noch mehr Pflaumen nehmen, als ich es jetzt genommen habe. Dann wird es nämlich noch saftiger. Und ja, dann würde ich sagen, plaudern wir jetzt nicht noch weiter rum, sondern fangen direkt an. Als erstes tun wir jetzt ein bisschen von unserer lauwarmen Milch in eine kleine Schüssel und zerbröseln unsere Hefe da drin. Und dann geben wir noch 3 Teelöffel von dem Zucker mit dazu und rühren das Ganze dann einmal um, bis die Masse braun geworden ist, und lassen das dann nochmal für eine kurze Zeit stehen. Nach ungefähr 5 Minuten könnt ihr das Mehl und die Prise Salz zusammen in eine andere Schüssel geben und verrührt das dann einmal kurz. Und wenn ihr das dann verrührt habt, macht ihr da eine Mulde rein, eine kleine Mulde. Denn jetzt müsst ihr eure Hefe wieder zur Hand nehmen, die ihr jetzt 5 Minuten quellen lassen habt. Und wie ihr sehen könnt, ist sie jetzt richtig schön aufgegangen. Sie sieht jetzt richtig schön fluffig aus. Und so sollte sie dann auch aussehen. Und die packt ihr dann in eure Mulde und gebt dann das Mehl drüber und lasst das Ganze dann nochmal für 5 Minuten stehen. Wie ihr jetzt sehen könnt, ist das Ganze nochmal richtig schön aufgegangen. Und jetzt gebt ihr eure geschmolzene Butter, das Ei, den restlichen Zucker, etwas Vanillearoma, aber das ist optional, das müsst ihr nicht machen. Und dann noch die restliche Milch mit dazu, das hatte ich jetzt am Anfang vergessen, deswegen war mein Teig dann sehr bröselig. Aber die müsst ihr an dieser Stelle auch noch mit dazu geben. Und dann verrührt ihr das Ganze mit eurem Mixer, und da ist es wichtig, dass ihr da Knethaken nehmt. Und wenn sich der Teig dann gut von dem Knethaken lösen kann, ist der perfekt. Und wenn er noch zu bröselig ist, gebt ihr noch etwas Milch dazu, und wenn er zu klebrig ist, noch etwas Mehl. So sollte der Teig dann am Ende aussehen. Er klebt noch ein bisschen, aber ihr könnt ihn auch gut von den Knethaken lösen. Und wenn ihr den restlichen Teig dann von den Knethaken gelöst habt, müsst ihr den Teig, so wie jeder gute Hefeteig, nochmal 20 Minuten ziehen lassen. Also ihr packt ein Geschirrtuch drüber und lasst ihn nochmal für 20 Minuten stehen. Während der Teig für den Boden jetzt noch 20 Minuten steht, könnt ihr schon mal den Teig für den Streusel zubereiten. Und dafür gebt ihr das Mehl, den Zucker, die Butter, die soll diesmal aber nicht geschmolzen sein, und Zimt in eine weitere Schüssel. Und von Zimt könnt ihr einfach gucken, wie viel ihr da nehmt. Wenn ihr Zimt mögt, nehmt ihr einfach mehr, und wenn ihr Zimt nicht so mögt, dann nehmt ihr weniger. Und dann verknetet ihr das Ganze mit den Händen. Ich habe dafür jetzt einen Handschuh genommen, da meine Hände dann einfach nicht so dreckig werden, aber natürlich könnt ihr es auch ganz normal mit den Händen machen. Jetzt packt ihr euren Teig auf ein mit Backpapier belegtes Backblech und packt ein bisschen Mehl drüber. Und jetzt müsst ihr euren Teig mit den Händen auf dem Backblech verteilen. Und der Teig sollte am Ende noch so einen halben Zentimeter ungefähr dick sein. Und dann nehmt ihr euch auch schon eure Pflaumen zur Hand und verteilt sie dann auf eurem Boden, aber macht das ruhig noch enger, wie ich es jetzt gemacht habe, denn bei mir war es fruchtig, aber ich hätte es noch fruchtiger haben können, wenn ich einfach noch etwas näher beieinander verteilt hätte. Und deswegen verteilt es einfach noch näher, und ja.
Wenn ihr eure Pflaumen dann verteilt habt, könnt ihr auch schon eure Streusel drauf geben. Und das braucht ihr gar nicht großzügig machen. Macht einfach kreuz und quer und so viel wie möglich. Und ja, wenn ihr es gemacht habt, müsst ihr den Kuchen dann nochmal für 10 Minuten stehen lassen. Und dann gebt ihr den Pflaumenkuchen bei 190 Grad Umluft für ca. 35 Minuten in den Backofen. Und das ist jetzt der fertige Pflaumenkuchen. Er ist nochmal richtig schön im Ofen aufgegangen, weil wir ihn eben so lange stehen hatten. Und er sieht nicht nur lecker aus, sondern er ist auch richtig, richtig lecker und perfekt für den Herbst. Und am besten macht ihr euch da dann noch ein bisschen Sahne mit dazu und dann schmeckt er wirklich top. Und dann hoffe ich, dass euch der Kuchen schmeckt und bis zum nächsten Mal. Tschüss!